würdet ihr dasselbe nicht auch über einen Abtrünnigen sagen? Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen. Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Er ist ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist. Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Cole hat mir geholfen, dem Dämon des Neids zu entkommen. Ich habe ihm bereits gestattet zu bleiben. Damals wussten wir aber auch noch nicht, was er ist. Eine Abmachung mit einem Dämon einzuhalten, ist der schnellste Weg in ein frühes Grab. Tatsächlich lässt sich sein Wesen nicht derart leicht definieren. Drückt euch klar aus, Solis. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber Cole sieht wie ein junger Mann aus. Könnten wir es mit Besessenheit zu tun haben? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig, Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen. Ich würde vorschlagen, es ihm zu gestatten. Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat. Wo ist er jetzt? Er war genau... Der Typ ist unglaublich. Haven, so viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst runter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag. Weißglühender Schmerz, alles brennt. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich werde... Ich sterbe. Ich bin... tot. Ihr fühlt ihren Schmerz? So nah und bei so vielen von ihnen ist er lauter. Möchtet ihr irgendwo hingehen, wo es für euch angenehmer ist? Ja, aber nur hier kann ich helfen. Jeder Atemzug wird langsamer, wie in einem warmen Bad. Ich gleite davon. Der Geruch der Haare meiner Tochter, wenn ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Er ist fort. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken, scheuernd. Ich bin durstig. Hier. Danke. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Ihr nutzt eure Kräfte als Geist, um den Leuten zu helfen? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht. Ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert, aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja, ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Es tut weh. Es tut so weh, so weh. O Erbauer, bitte lass den Schmerz vergehen. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. In Ordnung. Helft ihm. Es ist schon gut. Ich möchte hier bleiben.
interessant, dass wir bei Cole quasi zweimal ihn jetzt zur Inquisition halt einladen mussten. Weil halt Vivien prinzipiell dagegen ist und Sol ist prinzipiell dafür. Huch, jetzt habe ich ihn nochmal angesprochen. Wollte ich gar nicht. Das alles wegen der Dunkelheit hinter der Tür. Einige Türen sollten geschlossen bleiben. Wir unterhalten uns später. Vermutlich. So, finde den Ratsraum. Also wir haben uns jetzt hier einmal wahrscheinlich komplett umgesehen. Moment, hier draußen ist noch so ein Ding. Tatsache. Ja, das können wir uns dann eben auch nochmal anschauen. Achso. Aber hier komme ich nicht durch. Hier sind unsichtbare Wände. Na gut, da muss ich irgendwie andersrum. Wo bin ich denn hier genau? Hä? Wie komme ich denn da hin? Treppe andere Seite, würde ich sagen, ne? Wenn ich hier nicht rüberkomme. Ja, dann können wir uns aber erstmal nochmal hier vorne umschauen. Wie kam ich denn jetzt da hin? Hier rüber? Und hier rum? Ah ja, das sieht schon mal nicht falsch aus. Blackwall. Hallo. Vivien. Sera. Was haben wir da hinten? Da ist der Bulle. Dann haben wir hier noch Schnellreise. Die haben wir jetzt, glaube ich, freigeschaltet. Wo war denn der Quartiermeister? Wo ist? Der sollte doch laut Karte hier sein, oder? Moment. Wo? Ja, wo denn? Das war doch hier. Upsa. Quartiermeisterin. Aber wo ist das? Wahrscheinlich da oben, wa? Geh auf den Wehrgang. Ja. Nein. Woanders dann? What the hell, ey? Das ist natürlich schon wieder eine lustige Burg. Komme ich also hier nicht rein? Wo geht's denn? Da geht's ins Hauptburggebäude. Ja, gehen wir nochmal hier rein und dann vielleicht da hinten wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Moment, hier. Da war ich doch. Ja, hier war ich, aber hier... Doch, da komme ich... Ne, hier ist auch zu. Da komme ich nicht hin. Da? Achso, ne, da war auch... Alter... Achso, einige Gebäude werden erst später verfügbar, sagt der gute Eigel. Ja, wunderbar. Dann, gucken wir doch mal. Da ist der Ausgang. Da ist zu. Ja gut, ich muss dann erstmal in den Ratsraum. Das ist jetzt ja erstmal die Quest. Dann gucken wir erstmal dahin. Eventuell kommt dann nachher die Quest, dass ich mich auch auf den Zinnen halt treffen soll mit Barrick. Hat er ja gesagt. Aber gucken wir erstmal in den Ratsraum. Hallo. Mein Gott, 1000 Türen. Die Burg ist wirklich kaputt. So. Gucken wir mal. Wir müssen ja erstmal, glaube ich, wieder ein Gebiet freischalten. Oder Quests, weil wir haben ja nichts mehr. Aha. Alter. Okay, wir haben ja nichts mehr. Nein, es sind nur Millionen von Punkten aufgegangen. Einfluss. Nehmen wir mit. Und Einfluss. Nehmen wir auch mit. Millionen von Punkten. Und dann hatten wir hier... Ach nee, hier haben wir nichts mehr. Hier ist ein Gebiet. Okay. Das sind alles Gebiete. Ne, aber hier, also in Ferelden haben wir nichts mehr, nur noch in Orlais.
Also die Gebiete hier haben wir ja durchgezockt. Ja, dann holen wir uns erstmal ein Gebiet, würde ich sagen, wa? Wir haben ja 71 Machtpunkte. 20, 8, 20, 8. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir erstmal so ein billiges hier unten. Neues Gebiet freigeschaltet. In den Smarek rüber in Kontakt aufnehmen. Nicht jetzt. Später, bitte. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen optional und nachher die Story dann weiter. Und das sind keine frisch gebackenen Rekruten. Dann kann ich ja darauf hoffen, dass sie zumindest wissen, an welchem Ende sie ihr Schwert haben. Wunderbar. Geh du mal. Dann machen wir hier oben noch einen. Großartig. Ja, mach mal. Dann erkunden wir halt mal ein bisschen Orlay. So, und dann wubbeln wir uns. Ja, da wollte ich jetzt hin, aber komme ich jetzt nicht, oder wie? Ja gut, dann über die Weltkarte komme ich hin. Gehe ich mal von aus. Hm. Bevor wir uns allerdings jetzt in das Gebiet hinwubbeln, möchte ich nochmal ganz kurz eine Sache überprüfen. Und zwar möchte ich an die Sturmküste. Warum kann ich jetzt nicht reisen? Achso, Codex-Eintrag. Ressourcen-Smaragd jetzt Einsatz verfügbar. Eventuell, weil er noch gespeichert hat. Ich hoffe, dass ich jetzt reisen kann. Machen wir fertig. Sturmküste. Und bitte... Ah, jetzt geht's. Okay, Lager am Treibholzsaum. Warum ich da jetzt hinreise? Wir hatten ja... Den muss ich sagen, finde ich richtig cool. Ich überlege, ob ich irgendwann hier die Vivienne aus der Gruppe schmeiße und stattdessen mit Dorian gehe. Allerdings Vivienne und Blackwall haben halt ziemlich coole Dialoge, weil die sich immer anfeinden. Das macht's halt ziemlich spannend. Ich weiß halt nicht, wie der Dorian in die Gruppe passt, aber ich mag halt sehr die Synchronstimme von Dorian. Habe ich jetzt Dorian hier drin? Alle entfernen nochmal bitte. Sera. Blackwall. Vivienne. So rum ist es richtig. So, bestätigen. Warum ich da nochmal hin will, wir hatten da eine Höhle gefunden, die noch zu war, wo gesagt wurde, dass sich da hinter der Drache verbirgt. Ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, Befürchtung, dass diese Höhle jetzt offen ist, weil wir in der Story weiter sind und wir eventuell den Drachen mal anschauen können, was der für ein Level ist und ob wir den dann umhauen können. Kann natürlich auch sein, dass wir noch nicht so weit sind, aber wir haben ja gerade einen Drache gesehen, der irgendwo hingeflogen ist. Ja, schauen wir einfach mal. Ob wir da jetzt Drachen töten können. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Ne, nicht jetzt, später. Habe ich hier irgendwas im Inventar? Ah, dass ich immer die Charaktere wechsle. Irgendwie nichts Spannendes. Dann setzen wir mal ganz kurz Kurs auf hier. Und, was, die Drache schalte ich, ja, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht sonderlich gesehen, als wann, wie, wo ich die freigeschaltet habe. Und ich sage ja, ich lese es auch nicht alles. Schande über mein Haupt. Wieso steuere ich jetzt Vivienne? Geh weg. Ja, wir können aber noch einmal ganz kurz die Tränke bitte auffüllen. Das wäre... Dankeschön. Nicht ganz falsch. Ja, den ersten Drachen habe ich auch so gemacht. Keine Ahnung, ob der halt immer da ist oder ob es das Zufall war. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, da lasse ich mich halt
auch nicht viel spoilern oder... Ja, da gucke ich jetzt einfach halt einmal nach, weil das kam mir jetzt halt in den Sinn. Das würde ich jetzt auch so machen, wenn ihr gesagt hättet, nee, da ist nichts. Oder da ist halt was. Wie gesagt, ja, so spiele ich dann halt immer mal ein Spiel, immer mal irgendwas nochmal aufgreifen, was man so im Hinterkopf hatte. Aber... Nein, hier ist noch zu. Gut. Nett gedacht, aber falsch gedacht. Dann sind wir hier fertig. Und können in das neue Gebiet hier unten. Die Smaragdgräber. Ja, dann gucken wir uns mal die Smaragdgräber an. Was es da so gibt und wie es da aussieht. Also bis jetzt waren die Gebiete, fand ich, ziemlich cool und abwechslungsreich. Wie gerade vor allem hier dieses Schneegebiet war schon irgendwie cool, auch wenn es jetzt halt mehr, naja, Cutscene war. Aber es sah schon cool aus. Das sieht jetzt wieder waldig aus. Oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Ladebalken, 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 Ladebalken. Schön, euch wiederzusehen, Inquisitor. Ich hoffe, ihr habt eure bequemen Stiefel an. Unsere Späher haben nämlich überall im Wald Risse im Nichts entdeckt. Außerdem haben wir diesen geheimnisvollen Fairbanks aufgespürt. Er will seine Informationen allerdings nur mit euch teilen. Er und seine Leute lagern draußen beim stummen Beobachter, einfach den Weg entlang. Soweit wir es sagen können, sind sie Kriegsflüchtlinge, Bauern hauptsächlich. Ich mag unsere Plaudereien. Ja, ist jedes Mal dieselbe in jedem Gebiet. Ah. Ich genieße Nein. unsere kleinen Zusammentreffen. Es ist wie ein langsames Kennenlernen. Ja, nicht wahr? Zu schade nur, dass unsere Treffen immer so kurz sind. Aber naja, so ist das halt, wenn man die Welt retten muss. Es gibt immer so viel zu tun. Alter, die ist so hölzern. Danke für die Informationen. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ja. Oh, eine Sache noch. Eine Gruppe von Deserteuren der kaiserlichen Armeen hat sich hier niedergelassen. Sie nennen sich selbst die Freikämpfer der Dales. Sie sind der Inquisition feindlich gesinnt. Genau wie alle anderen auch. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Inquisitor. Ach, herrlich. Ah, okay, jetzt sind wir hier im Nathan Drake Uncharted-Gebiet. Irgendein Dschungel mit Ruinen. Aber auch das sieht cool aus. Ja, dann kann ich ja erstmal direkt hier schon mal beanspruchen. Hüter des Ritters. Hallo Wolf. Inquisitor, es gibt neue Entwicklungen. Ja, dann. Setzt mich ins Bild. Sieht selbst, Sir. Rezeptur erhalten. Geologischen Studien der Smaragdgräber. Ja, okay. Hier ist nichts. Gebietswechsel, Lager. Also hier raus. Gucken wir uns mal ganz kurz die Map an. Ja, okay. Sieht jetzt nicht so groß aus, würde ich sagen, wie die anderen Gebiete. Erster Eindruck kann natürlich wieder täuschen. Schauen wir uns mal um. Achso, gib mir mal wieder direkt mal hier den Schurken. Dankeschön. Anduins Wall, die Smaragdgräber. Alter, diese Varianz, ganz ehrlich, die feiere ich gerade richtig hart. Jedes Gebiet ist halt richtig, richtig unterschiedlich und... Die werden von Mal zu Mal, muss ich sagen, optisch geiler. Also, das hat was. Hi, ihr. Er ist ein toter Mann. Er und seine Leute. Achso, ich darf die Taste ja wieder nicht drücken. Den Analogstick halt. Ihr habt ihn
sorry, wenn dann die Kameraführung ein bisschen dumm ist und ihr auch nicht im Bilde seid. Aber wenn ich, wie gesagt, halt versuche, die Kamera zu justieren, switche ich immer auf andere Ziele. Das geht halt bei dem Schurken nicht so gut. Was ist das denn hier? Schon wieder so eine Wühlmaus. So. Wo? Ach, da hinten. Opferdolch. Ja, komm, ich setze mir, glaube ich, direkt mal hier Marks. Ach du Scheiße, was ist denn da oben? Oh Gott. Nicht schon wieder verschiedene Ebenen, bitte. Das gibt doch Chaos. Was? Profi? Was? Pyrophyt? Okay, das sehen wir auch zum ersten Mal. Das hatten wir auch noch nicht. Pyrophyt. Blutstein. Celeste, du wolltest doch mal so ein Klompi reiten. Es gibt so ein ähnliches Reittier, aber es ist nicht ganz billig und nicht offensichtlich. Ja, wollte ich Dark Slayer. Wie gesagt, wenn ich prinzipiell mal irgendwann dran vorbeilaufe, kannst du mich gerne mal darauf aufmerksam machen, nach dem Motto, im Lager auf euch. Da gibt es das, aber jetzt nicht sagen, im Gebiet XY, wo du noch nicht warst, wo du vielleicht in 5 Stunden hinkommst. Das muss jetzt nicht sein dann. Okay, geht zum Lager beim stummen Beobachter. Der hat gesprochen, der war nicht stumm. Achso, jetzt ist es weiter gewubbelt. Da lang. Kann ich mir in der Burg kaufen, okay. Bound by Flame. Oh, fand ich nicht Bound by Flame, fand ich, sah zudem auch richtig kacke aus. Also es war, hatte so ein bisschen Selch... Flechtrebe. So ein bisschen... Ach, die brauchen wir für die Upgrades der Tränke. Hier gibt's die. Und anscheinend auch gar nicht so... selten. Ja, Bound by Flame hatte noch diesen Cell-Shading-Touch. Muss ich sagen, war jetzt nicht der typische Spiel und es hat sich halt nach der ersten Stunde auch ziemlich kacke gespielt. Der Anfang ging noch, aber dann wurde es richtig schlecht. Also es war im Endeffekt wie hier der Schurke, nur ohne Schaden. Dass die Kämpfe gefühlt 5 Stunden gedauert haben. Und 3 Hits warst du tot. Oh, Bound by Shame. Schade eigentlich. Hatte ich echt große Hoffnung in das Spiel, aber... Moment, hier ist doch wieder so eine Magier-Rune. Jetzt bräuchte ich nur Feuer. Merkt euch mal hier diese Rune. Eventuell finden wir ja irgendwann Feuer, dass wir nochmal zurückgehen können, um das zu markieren. Die PlayStation 4-Version habe ich von Bound by Flame gespielt. Das... Sag nicht, du hast es durchgezockt oder so. Dann Respekt. Also ich habe es auf normal gespielt und nach der ersten Stunde war es für mich unspielbar. Es gibt Leute, da habe ich mir Videos angeguckt, die es auf Ultra gespielt haben, ultra hart. Wie die Bosse gespielt haben. Es war unglaublich. Also einmal hitten und dann 5 Minuten im Kreis rennen, damit sich die Gesundheit regeneriert. Ging das Boss-Video irgendwie 25 Minuten. So, da ist Fairbanks. Hier könnten wir, aber das ist woanders. Es ist oben. Na ja, gut, quatschen wir erstmal mit Fairbanks. Hi. Es ist mir eine Ehre, den Herold Andrastes kennenzulernen. Ist etwas speziell. Okay. Ihr seid zu freundlich. Ich hege größte Bewunderung für euch. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum ich mich an die Inquisition gewandt habe. Wie ich in meinem Schreiben bereits dargelegt habe, können wir einander helfen. Ihr seid den Freikämpfern bereits begegnet? Was für aggressive Bastarde, nicht wahr? Sie haben ein Dutzend meiner Leute getötet. Wir haben versucht, uns zu wehren, sind ihrer Stärke jedoch nicht gewachsen. Ihr hingegen schon. Und falls ihr euch fragt, inwiefern das euer Problem ist, die Freikämpfer machen gemeinsame Sache mit euren Feinden. Moment, Spike. Ich werde dem nachgehen, Fairbanks. Alle meine Informationen über die Freikämpfer sind hier, in unserem Lager. Helft uns. Und ich werde mein gesamtes Wissen über die Dales, über diese Wälder, mit der Inquisition teilen. So. Kannst ja mal nach dem Stream auf meinen YouTube-Kanal gucken. Du kennst ihn ja. Da habe ich
Ich glaube, in dieser Playlist beobachten uns diese Bäume. Eine Stunde mit oder angetestet. Oder such einfach mal auf meinem Kanal Bound by Flame. Ich habe den Stream hochgeladen. Wie gesagt, eine Stunde haben wir es mal im Stream angezockt. Und ich habe es dann privat nochmal ein, zwei Stunden weitergespielt. Und da siehst du halt diese Cell-Shading-Grafik von der PS4. Und da haben mir die Leute, glaube ich, auch zugestimmt, dass es so aussieht. Das habe ich jetzt nicht nur so krude in Erinnerung. Und letztendlich hatte ich das Problem, ich habe halt nachher keinen Schaden gemacht. Und die Gegner haben mich gewonnen oder two-hitted. Und so sahen auch die Boss-Videos aus, die ich später gesehen habe auf Hardcore. Das heißt, du bist halt im Kreis gelaufen mit dem Krieger, hattest irgendwie Self-Rack und musstest dich hochrecken von den ein, zwei Hits, die du kassiert hast, und musstest dann halt irgendwie draufbollern. Und das war halt kein gutes Spielkonzept in meiner Augen. Deswegen habe ich das Spiel nach gefühlt zwei, drei Spielstunden, ja, ohne Scheiß, direkt wieder verkauft. Also, da bin ich auch mittlerweile... Nö, ich spiele nur noch das, was mir Spaß macht. Und wenn es mir halt keinen Spaß macht, dann verkaufe ich die Spiele auch ratzfatz wieder. Ich habe halt keine Zeit und auch keine Lust, mich mit schlechten Spielen aufzuhalten. Das tue ich mir privat nicht mehr an. Wie gesagt, so ganz früher war ich halt der Typ, oh ja, jetzt hast du es geholt und 0% Trophies drin. Oh, mach doch wenigstens mal ein paar Prozente. Ne, pff, am Arsch. Wenn mir das Spiel nicht gefällt, dann halt weg.